So, N42, Kettengeräusche. Wir werden jetzt bei N42 die Kette ausbauen, Warnhauseinheit Auslass ausbauen, weil das sehr, sehr oft kaputt geht. Das heißt, wenn man einen Rassel hat und Stecker hier abzieht und das Rassel so gut wie weg ist, dann ist es meistens immer Auslassseite, die kaputt geht. Und bei dem ist es auch das Problem. Das heißt, wir werden den schön ausbauen, schön die Kette und danach bauen wir den Auslassseiter und bauen ein und dann schauen wir, wie der läuft. So, wo man auch merkt, dass der hier kaputt ist, der springt, wenn man den dreht. So, jetzt erstmal auf OT bringen, das Ganze. Und dann mal schauen, ob die Kette ist super. So, kein Spiel. Hey. So, das neue haben wir drin. Jetzt einmal einstellen. So, jetzt gucken wir, ob die Geräusche noch da sind. Und schön dabei die Kette beobachten. So. Wie man sieht, springt er nicht mehr. Genau so muss das sein. Das heißt, er arbeitet. So. So ist ungefähr OT. Super, Kette ist super. Jetzt bauen wir den zusammen und dann schauen wir mal nach, ob die Geräusche weg sind. So, schauen, ob das Geräusch weg ist. Und? Leichte Gasstöße und keine Kettengeräusche mehr. Es lag an dem Nockenversteller Auslass, was sehr, sehr oft kaputt geht. Jobgesell, viel Spaß beim Nachmachen.